Nie. Was? Ab Proteine sind gut, ne? Plötzlich in Bewegungen. Irgendwas in meinen Kaffee reingeflogen. Siehst du sie? Hab's mal mit meiner Zunge ein bisschen zerdrückt und... Ekelhaft, Alter. Ich hasse Viehzeug. Hab ich schon so einen geilen Deckel hier oben auf meiner Tasse. Es klebt noch hier am Rand. Ich weiß nicht, was es genau ist. Boah, das sieht richtig ekel... Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Dann kotze ich hier in die Ecke, Alter. Ich will's nicht wissen. Digga. Ah. Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Ja, irgendwas Langes. Ich Vielleicht will's nicht ist es eine Bakineko. Ich will gar nicht drüber nachdenken, Alter. Eine Bakineko? Was ist das? Ist das nicht so eine Geisterkatze Ein oder sowas? Katzengeist. Bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Nein, es ist nur... Glaubst du an Geister? Glaubst du an Geister? Der Relic lässt dich mit den Toten sprechen, oder? Es ist keine Glaubensfrage mehr. Ja, aber das ist ja Technik. Ein Geist Meine ist ein Geist. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bakeneko. Kitsune kenne ich auch. Fuchsgeist, ne? Vermisst du Japan? Eine dumme Frage. Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Ah. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen. Und... Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Komm hier. Ich Erzähl erinnere auch mich eine daran, Geschichte von uns. Haus zu jagen und in Gassen vor Bullen wegzulaufen. Und an den Eisengeschmack von Blut. Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Das war der Urin seines Vaters. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Kann man wieder geschnitten werden, wa? Mit Lastern, sagst du? Ja, gepanzert und bewaffnet. Dio. Chiba 11 hatte die höchste Mordrate Japans. Bestimmt heute noch. Lass mich raten, um Konzernsoldaten aus ihnen zu machen. Genau. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Und wie ist aus dem Latrinenjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie, Dienst im Sonderkommando und Arasaka-samas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Im Endeffekt ist es absolut nichts Schlechtes, ne? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasaka-sama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt. Also ich sag mal so, weil Famio gerade schreibt, ist ja nichts Schlechtes. Es hätte auch so sein können, dass er da geblieben wäre. Die hätten da nicht die Leute rausgepickt und der wäre wahrscheinlich in irgendeinem Fluss einfach vergammelt irgendwann. Ne? Keine Ahnung, man weiß ja nicht. Verhungert für alles, wenn es halt die Slums sind. Das ist halt, guckt euch an. An sich, klar, wem du dich da angeschlossen hast, ist wieder eine andere Sache. Aber im Endeffekt hat er ein gutes Leben gehabt. Abgesehen von den Sachen, die er eventuell machen musste. Aber das ist auf jeden Fall besser als das, was er vorher hatte. Also. Ja, genau. So, und das ist jetzt nämlich der Punkt. Und alles, was du tun musstest, war Saburos Feinde umbringen. Das ist halt die das Kehrseite klingt, der Medaille. Als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Du hast also keinen Dreck am Stecken? Jeder hat das. Wichtig ist nur, woher der Dreck kommt. Dann spuck's aus. Woher ist deiner? Schöne Mutter Dinkum-Erde.
Arasaka gab mir, was niemand sonst konnte. Hab schon wieder Werte, so Bock auf Ding gucken. Die es sich zu leben lohnte. Nichts ist wichtiger. Du machst dir die Hände für Geld schmutzig. Ich für Prinzipien. Soll ich Dinkum auch als Let's Play machen, sag mal, für YouTube? Könnte auch interessant sein, ne? Aber macht schon Spaß. Ich meine, ich habe halt viele Sachen offstream auch schon gemacht, aber trotzdem so. Ne, doch, ich glaube, das mache ich sogar. Aber nur dann die Livestream-Folgen. So, ich verurteile dich nicht, Digga. Ich meine, wir haben ja auch gerade im Livestream geklärt. Er hat ein scheiß Leben und das ist auf jeden Fall um einiges besser gewesen. Deswegen, er hat für sich einfach das Beste gemacht. Das ist typisch Menschsein. Ich verurteile dich nicht. Oh, alles okay. Du sträubst dich gegen Konzerne. Das ist eigentlich ihre Ordnung, ihre ganze Welt. Bitte gar nicht. Nur hast auch du keine sinnvolle Alternative. Street Kid. Sieh dich um. Hier hast du sie. Deine Konzernwelt in all ihrer Pracht. Du zeigst mir dreckige Straßen, als wäre nichts anderes möglich. Was ist mit den Millionen, die für Arasaka arbeiten und Stabilität und Sicherheit haben? Und die Chiba Elf Slumratten? Die kratzen bis heute ihr Scop aus Dosen. Dank der Konzerne. Wir können nicht allen helfen. Hat der da Schamhaare? Achsel? Hat er da Achselhaare und hat die sich noch zusätzlich tätowieren lassen? Was sind das für schwarze Vierecke? Was hat er da unter den... Schwierig gerade. Es ist schwierig, was ich da sehe. Hast du schon vergessen, was in Tom's Diner passiert ist? Die Leute hassen Konzerne. Und ich kann's verstehen. Ich habe Fehler gemacht. Aber Arasaka zu beklauen, war keiner. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Ja, ich glaube, die Nomaden haben aber sind nicht weit weg von dieser Welt. Die werden von dieser Welt bedroht und gejagt. Nomaden sind keine einsamen Wölfe mit Egos. Blut oder nicht. Familie ist das Wichtigste. Ja. Ja, aber wir sollten nicht wegen Details streiten. Ja, doch, auf die kommst du ran, oder? Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Es gibt etwas, das du wissen solltest. Etwas über Mr. Wells. Okay. Über Jackie? Was denn? Was soll denn der über den wissen? Während ich dich suchte, waren andere hinter ihm her. Nahmen seine Leiche mit. Und warum das Ganze? Stimmt, nur damit die haben ihn seine ja Mutter ihn nicht begraben ja. kann? Arasaka hatte eine Methode. Informationen aus Toten herauszuholen. Oh nein, was der liegt bei denen zu Hause da? Auf dem Tisch oder was? Frag nicht nach Details. So gute Checky liegt da auf dem Frühstückstisch und die holen da Infos raus. Sie nutzen den Soulkiller dafür. Sie können ein Engramm aus Wells Körper holen. Beschädigt, unvollständig. Aber ein Engramm. Hurensöhne. Bah. Alter, okay, das ist krass. Jackies Psyche. Wo bewahren Sie sie auf? Das weiß ich nicht. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Die Umstände sind jetzt anders. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Kann man mir nicht trauen? Also jetzt mal Real Talk, oder? Die Chance aus der Scheiße zu kommen, würde jeder nehmen. Würde jeder nehmen. Achso, ja, das stimmt. Jo, komm, dann lass uns mal loslegen. Das wird schlimmer. Du siehst besser aus. Es wird schlimmer. Du siehst besser aus. Na dann, lass uns mal loslegen. Ich muss gleich Ziegen reinbringen. Kacke. Steht er jetzt wirklich neben mir und schreibt mir, wir treffen uns da? Hat er mir jetzt neben sich eine SMS geschrieben? Das ist schwierig. Das ist schwierig vom Spiel. Also, weiß ich nicht.
Vor dir, bin erster. Nee, dafür habe ich keine Zeit, Kali. Ich habe ja noch andere Open-World-Spiele. Also was ich auf jeden Fall wahrscheinlich machen werde, ist, wenn ich das letztens im Chat richtig verstanden habe, am Ende, bevor du die letzte Mission machst, hat er so einen Save-Punkt, dann kannst du diese immer wieder machen, weil du innerhalb von der letzten Entscheidung, je nach Beziehungspartner, nochmal andere Auswahlmöglichkeiten hast. Dass du da verschiedene Endings hast. Ich glaube, die könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal komplett von vorne anfangen werde und als Nomados was spielen werde. Das glaube ich nicht. Da habe ich keinen. Ich habe halt noch Morrowinds gerne als Projekt. Dann die ganzen. Ja, endlos Games wie Raft oder sowas. Grounded. Ist schwierig. Ist schwierig. Also. Wenn ich Vollzeit-Streamer wäre, wahrscheinlich, ja. Ich werde mir auf jeden Fall hier demnächst Mods noch drauf installieren. Wahrscheinlich morgen. Weil mir ein paar Sachen nicht gefallen, was zum Beispiel Beziehungspartner und sowas angeht. Dass du da sehr eingeschränkt bist. Macht mega Spaß, Kali, macht mega Spaß. Habe ich eigentlich überlegt, ob ich heute weitermache, aber ich habe mich dann doch für Subnautica. Darum kümmere ich mich. Ach, du Lappen, Alter. Hightech-Soldat, weißt du, von Arasaka, aber hat keinen Doppelsprung installiert. Was ist denn los bei dir? Guck mal hier, hui. 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 So eine. Ah! Mensch, Ara! Ara, Arasaka, das ist ja Takemura. Mensch, Tanke! Brücke. Was war das da? Gelände. Ich würde gerne über die Rohre reingehen. Was ist denn damit jetzt? Mit den Rohren? Wie kommen wir in die Rohre rein? Oder haben wir den... Warte mal. So, da haben wir jetzt Gelände. Ja, das da ist ja gar keine Option, ne? Das ist ja sowas von gar keine Option. Was wir machen können, ist auf jeden Fall... diesen da. Jetzt haben wir da diese Untergrundrohre gehabt. Warum, Kali? Hast du Bock, das auch mal zu spielen? Bin drin. Gut. Versuch, ins Lagerhaus zu gelangen. Lenke sie von dir ab. Ja gut, also die Tunnel waren ja irgendwo da hinten. Da ist jetzt eine Kamera, die sieht mich zum Glück noch nicht. Das hatten wir schon, scheiß drauf. Ist das nur ein Licht? Da, achso, da ist gar keine Kamera dahinter installiert. Guck mal. Wo waren diese Schachtsysteme, Alter? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ja ein fetter Roboter! Okay, das ist jetzt auch blöd, der guckt da rein. Könnte da oben drauf erstmal. Muss ich hier in die Tür rein? Du hattest recht. Ich habe einen Zugangspunkt zum Sicherheitssystem. Sehr gut. Auch ich mache Fortschritte. So, warte mal. Den haben wir weg. Ich weiß nicht, ob die den sehen können. Ganz ehrlich, ich würde die am liebsten alle töten. Weil Loot. Ich weiß nicht, ob wir Stealth spielen müssen. Aber... Gott.
Ich finde halt Stealth jetzt ein bisschen blöd. Weil ich gerne das Loot von allen hätte. Weil die sehen halt auch ziemlich nice aus hier. So, rein vom Equipment her. Geht da irgendwie gar nichts gerade. Haben wir irgendwelche Roboter, die wir hacken können? Können wir ausschalten? Roboter, die wir hacken können? Ich meine, die Terminals, die wir hacken können. Sieht nicht danach aus. Holzsplitter. So ein bisschen Stuff in Regalen. Das nehmen wir natürlich alles mit. Warum? Weil wir es können, genau, richtig. Achso, wir hätten entweder oder hier reingehen können. Also nur nice to have hier oben. Guck mal, da sind die. Da sind die Eingänge. Ich weiß jetzt nicht. Kommt man da so rein? Aber da wird man unten drunter reinkommen. Das würde ich gerne, glaube ich, jetzt mal probieren. Ich weiß noch nicht, wo die Zugänge von den Tunnelschächten sind. Müssen wir da unten drunter und dann da so durch? Weil der führt halt exakt rein. Das ist halt eine Kamera. Ich glaube, ich deaktiviere die mal eben. Boah, die war gerade. Gab es hier eigentlich einen Taschenlampe in dem Spiel? Ich glaube ja, ne? Die hatte ich irgendwo. Ich wollte nur gucken, ob ich eine Taschenlampe habe. Ich wollte nur gucken, ob ich eine Taschenlampe habe. Ist jetzt nicht so geil. Ja gut, dann haben wir es halt safe versaut, weil ich Licht anmachen wollte. Hab ich aus Versehen eine Granate geschmissen, dann ist das halt so. Junge. Dann eliminieren wir jetzt hier alles, was kommt. Ist doch was Feines, oder? Ist doch auch was Feines. Dann lass mich mal irgendeinen hier anpingen. Oder warte mal, da oben war doch irgendeine Kamera, ne? Da. Dann lass mal hier einen Ping machen. Jo, es stehen halt ganz viele. Hier dahinter. Du hast es vermasselt. Arasaka hat Verstärkung geschickt. Das ist okay. Verstärkung heißt mehr Loot. Nicht mehr so mutig, was? Ja, hä? Aber das ist doch scheiße, Alter. Ich war willig, das Stealth zu machen. Kann ich ja nichts für, wenn das Game nicht funktioniert. Kein Spaß. Verstärkung, da kacke ich drauf. Er hat Verstärkung geschickt. Ich meine, wir haben tatsächlich noch so einen großen Mech als Gegner. Wahrscheinlich nicht so geil. Fuck. Alter, was ist das denn für eine Munition, Digga? Umzingelt ihn! Ja, komm, warte mal, wir gehen mal hier oben aufs Dach hoch. Alter, das ist ein Lootfest gerade für mich hier. Ein richtiges Lootfest. Okay. Überall Gegner da. Egal, kein. Oh. Mein Hauptproblem ist, ich sehe die halt gar nicht, ne? Warum muss es immer Nacht sein? Was hat Mission? Ey, ich sehe die nicht. Warte mal. So.
Noch einer hier oben. Oh. Irgendwie kann ich keinen. Ah, doch. Den Ping aufladen. Okay, der war wahrscheinlich hinter der Wand. Alles klar. Bringt hier nichts. Wow. Nähere mich dem Ziel! Das bringt nichts. Nixus Bringus. So strong einfach, so strong, dieses Scharfschützengewehr. Wild! Wir machen die einfach alle weg! Yo! So, warte mal. Nee, nee, ist nur eine Geschichte, die gerade erzählt wird. Eigentlich schon, doch, doch, doch. Los, los, los! Oh. Wow. Halt Kontakt! Der ist ja tot. Jesus Christus, mögest du uns beschützen. Wo bleibt denn eigentlich die Verstärkung, oder ist das die Verstärkung? Schon. Okay, haben wir alles. Da draußen bist du nichts so als ein leichtes Ziel. Ja, das mag sein, aber ich hätte gerne das Loot hier. Ich kann nicht sehen. Sogar ich kann nicht sehen. Das ist mir halt nur alles egal, weil Loot und so, ne? Ich finde tatsächlich, wenn dass wir hier alles kriegen, finde ich ein bisschen besser, weil wir kriegen halt jetzt auch das. Direkt vor euch! Oh fuck, man, nein. Okay, das ist lost, Digga.